Hallo liebe Griefer Games Freunde, heute ist eine Premiere, ihr seht mich zum ersten Mal völlig ratlos. Und zwar ist der Blue Sharks 74 zu mir gekommen. Ich hatte ja darum gebeten, wenn jemand eine gute Maschine hat, die gut funktioniert, soll er doch zu mir kommen und ich mache ein Video draus. Hat er gemacht. Ich finde die Maschine super, die funktioniert super gut. Und diese Maschine dient der rasend schnellen Vermehrung von Weizen, Kartoffeln und Karotten. So. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, die Maschine ist winzig klein. Aber ich habe keine Ahnung, wieso sie funktioniert. Also wir fangen einfach mal an. Das hier ist der Pulsgeber für das Teil. Der besteht hier aus einem Komparator und einem Hebel. Ja? Und da legt ihr noch so Redstone rum. Und da läuft es dann anschließend zur Maschine hin. Wenn ihr einen Komparator als Pulsgeber nutzt oder als Teil eines Pulsgebers nutzt, dann muss das Ding hier eingeschaltet sein. Und dann ist das richtig, richtig schnell. So, dann haben wir hier vier Werfer, die sich gegenüberstehen. Und jeder dieser Werfer beinhaltet dann Knochenmehl. Hier unter diesem Werfer, ihr seht das vielleicht, unter dem Werfer direkt vor mir, da ist ein Block Wasser. Und dann haben wir in der Mitte ein kleines bisschen Feld. Also deswegen braucht ihr auch das Wasser, damit das Feld nicht weggeht. So, wie geht das Ganze jetzt weiter? Jetzt ist das Ding, wenn ich jetzt hier einen Kolben platzieren würde. So, ich gebe das mal als Beispiel. Jetzt nehmen wir eben den. Jetzt, wir bauen jetzt im Moment nicht weiter. Das ist nur ein Beispiel, weil ich euch was demonstrieren möchte. Wir nehmen jetzt hier einen Hebel, packen den mal hier direkt an den Kolben. So, dann pflanzen wir da unten Weizen rein. Und dann düngen wir den noch ein bisschen. Und wenn ich jetzt den Hebel umlege, passiert Folgendes, es passiert gar nichts. Der Hebel geht einfach über den Weizen oben drüber. Der Weizen ist nicht hoch genug. So. Jetzt bauen wir die Maschine weiter. Habe ich den Hebel? Er ist wurscht. So, jetzt machen wir den Hebel da hinten wieder dran. Jetzt bauen wir die Maschine weiter. Den Hebel habe ich verschlonzt. Super. Da kommt Stimmung auf. Was ist denn das Ding? Da hinten. Da, ich habe eine. So, den Hebel bauen wir wieder hier hinten dran. Dann ist der Pulsgeber wieder fertig. So. Das mache ich wieder weg. Jetzt habt ihr das so gebaut hier. Wie gesagt, da unten drunter ist Wasser, da ist ein Stück Feld. Jetzt kommt hier auf diesen Werfer kommt ein Quarzblock. Jetzt nehmen wir wieder den Hebel. Blödsinn, den Kolben. Und der zeigt jetzt zu uns hin. Und zwar von hier aus. So, so sieht das dann aus. Ne? Und jetzt legen wir da ringsrum so ein bisschen Redstone-Staub, damit das auch alles schön befeuert wird, hier diese ganzen Werfer und so weiter und so fort. Ihr wisst, immer Shift drücken. So. Auf diese Art und Weise wird jetzt schon alles befeuert, wenn ich das richtig sehe, oder? Macht das Sinn? Nee, das macht keinen Sinn. Der kann da nicht sein. So, so sieht das aus. Dann starte ich die ganze Kiste. Ja? Also alle Werfer werden befeuert. Der Kolben wird befeuert. Alles gut. So, jetzt nehme ich mir hier Weizen und gehe da in die Ecke rein und halte rechts geklickt. Das ist so ähnlich wie mit den mit der Kakaobohnenfarm. Ich halte jetzt einfach die rechte Maustaste gedrückt und pflanze da immer und immer wieder Weizen an. Der Weizen wird sofort gedüngt und wird dann durch den Kolben abgeschoren. Aber wieso? Versteht ihr, das macht gar keinen Sinn. Weil der Weizen, wir haben das ja vorher schon gezeigt, der Weizen wird eigentlich gar nicht hoch genug, als dass er abgeschert oder abgeschoren werden könnte. Aber es passiert. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall habt ihr eine hocheffiziente Maschine. Das funktioniert mit Kartoffeln, mit Karotten und mit Weizen. Wenn irgendeiner von euch versteht, was da passiert, sagt es mir bitte. Ich verstehe es nicht, aber es funktioniert. Ja,
Dann, mein lieber BlueSharks74, ich habe keine Ahnung, was du da gemacht hast oder wie du auf die Idee gekommen bist. Es funktioniert, ich finde die Maschine gut, sie ist effizient. Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.